Hey Leute, heute begrüße ich euch mal zu einer kleinen Art Servervorstellung auf dem Server von Palandria. Hier ist noch jemand dabei, der Turnip Nose, der zum Team gehört und der wird sich jetzt mal kurz vorstellen. Ja, ich bin der Turnip Nose alias Wally und ich bin Abteilungsleiter für Architektur auf dem Server Palandria und Kalle hustet gern. Kock, kock. 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 Ja, denn Wally, den kennen vielleicht ein paar Leute von der Adventure Map, die ich aufgenommen habe. Wenn nicht, der Link unten in der Videobeschreibung. Und natürlich der Link zu den Kanälen, also zum Kanal von Palandria und generell zu den ganzen Videos, auch unten alle in der Videobeschreibung, damit ihr vorbeigucken könnt. Denn dies wird eine kurze Servervorstellung und alle möglichen Updates zur Alpha und generell zu dem Server und zu dem ganzen Hintergrund von Palandria, alles wie gesagt bei denen auf dem Kanal zu sehen. Und der Wally möchte mir jetzt erstmal ganz kurz seine Alpha oder alles Mögliche, was eigentlich mit dem Server zu tun hat, mal vorstellen. Und deswegen sage ich, würde sagen, schieß mal los. Ja, gut. Die meisten werden wahrscheinlich nicht wissen, was überhaupt Palandria ist. Palandria war bis vor einem Tag quasi oder wenigen Tagen ein Minecraft-RPG-Server und zwar einer der ersten. Er existiert quasi schon seit fast 3 Jahren und wir sind immer noch im Aufbau. Es gab immer wieder einige Rückschläge. Und Weile aktuell befinden wir uns in der Alpha. Wenn das Video herauskommt, ist die Alpha leider schon vorbei. Und hier sieht man auch einen NPC, den Sturmbart. Genau, komm her, Bursche. Hier geht's eben los, dass man auf dem Schiff startet. Du bist Schiffbrüchiger, bist auf eine Sandbank aufgelaufen. Der Sturmbart ist der Kapitän. Da musst du eben an den Strand schwimmen und diverse Quests erledigen. Der Kalle hat auch schon einiges gespielt. Ja, genau. Ich habe das privat. Das ist jetzt schon fast über einen Monat her. Denn Palandria, was viele vielleicht noch nicht wissen, Palandria hat für mich die Lobby für meinen Server gebaut. Da war der Wally hier, der Teamleiter, der eigentlich fast alles alleine gemacht hat. Ja, wir haben eben Kalles Lobby gebaut, haben da auch viel Zeit reingesteckt. Und genau. Deswegen macht der Kalle hier auch das Video. Und so haben wir uns auch kennengelernt. Genau, wir haben uns halt durch sowas halt kennengelernt und haben uns und sind uns näher gekommen. Hashtag no homo. Ja, und da habe ich dies schon genießen dürfen, also schön privat, wo es eigentlich noch nicht öffentlich war, bin ich hier schon durchgelaufen und habe das genießen dürfen. Ein paar neuere gibt es zum Beispiel hier die Spinne. Finde ich natürlich richtig klasse. Ja, die schießen auch Spinnennetze. Cool. Genau, die schießen Spinnennetze, ist richtig geil. Ich bin natürlich im Game-Mode, deswegen geht das nicht. Aber auf jeden Fall kann ich so viel sagen, die Geschichte hier hinter, also ich bin da wirklich durchgelaufen, ich habe das wirklich ein paar Stunden gespielt. Und hat mich zwar ein bisschen doof angestellt, aber die Geschichte dahinter ist schon echt interessant und man versetzt sich da auf jeden Fall mega rein. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, man versetzt sich da übelst rein irgendwie. So als ob man ein gutes Buch liest. So war es damals bei mir. Ich habe damals Bücher gelesen und habe ich das alles in meinem Kopf abgespielt, ob ich das alles vor mir sehen würde und so, wie es halt ist. Das ist richtig klasse. Ja, genau. Und ich habe vorhin erwähnt, bis vor wenigen Tagen waren wir im Minecraft-RPG-Server und es gibt da ein kleines Infovideo. Da, wo wir erklären, dass wir unser eigenes Spiel programmieren, was natürlich erstmal ziemlich krass klingt, aber in diesem Video wird eben alles erklärt. Ich erkläre es jetzt nochmal kurz. Wir werden ein voxelbasiertes MMORPG machen. Also Voxel sind Würfel, also ein würfelbasiertes MMO. Es wird Ähnlichkeiten zu Minecraft haben, aber es wird genauso wenig ein Klon sein, sowie etwas komplett Neues. Wir wollen halt einfach unsere Art des MMOs, also des Massively Multiplayer Online Roleplay Games, umsetzen. Und ja, da ist halt die Alpha auch ein recht wichtiger Punkt, denn die zeigt im Grunde, wie wir es in Minecraft umgesetzt haben und wie wir es umsetzen konnten, was auch viele Punkte gebirgt hat oder offen gezeigt hat, dass wir halt einfach in Minecraft das nicht umsetzen können. Aber wenn euch das Ganze interessiert, dann schaut doch einfach bei unserem Kanal vorbei, da gibt es auch das Video. Genau. Und ich denke mal, jetzt schauen wir uns hier das Spawninseldorf an. Ich glaube, das heißt Astlingen. Der Bauname ist Spawninseldorf. Ihr habt wahrscheinlich am Anfang ein bisschen überlegt, wie es heißen soll, wa? Wir haben irgendwie keinen Namen gefunden. Okay, ich nenne es jetzt Salma. Salma? Okay. So, Leute, das Salma. Dorf heißt jetzt Salma. Komm, wir knallen mal hier ein Schild hin. Salma, created by Kalle. Ja gut, wo bist du denn gerade? Ich sehe dich gerade gar nicht. Hier oben, über dir. Oben, über mir, ah, okay. Wo wir halt sehr viel Wert drauf legen, ist das Bautechnische. Und wir haben auch unser eigenes Resource Pack, in dem ist der Kalle auch gerade. Genau. Und haben auch einiges an Sub-IDs. Hier sieht man teilweise, zum Beispiel hier ist eine Wache, die sollten wir lieber nicht zu nahe kommen, denn da wirst wir du haben die NPCs. Weil
Ich kann euch mal kurz sagen, ich habe diese Geschichte ja schon durchgespielt. Man kommt halt hier durch das Tor rein und bekommt am Anfang ein Buch von dem Horst. Hey Horst. Hallo. Nein, auf jeden Fall bekommt man halt ein Buch und dort steht dann, man soll hier den einen Typen finden, also den Bürgermeister sogar, glaube ich. Und du musst dich halt hier vorbeischleichen, ohne dass die Wachen dich entdecken oder auch generell die Dorfbewohner, sonst wirst du wieder nach außen teleportiert. Und ja, wo der Typ natürlich ist, werde ich euch nicht zeigen. Das wäre natürlich blöd für den Spielspaß für euch. Wenn das Server dann komplett später aus der Alpha draußen ist, alles fertig ist mit dem eigenen entwickelten Spiel. Ich bin ja mal echt gespannt. Also ich werde das wahrscheinlich dann auch sogar später Let's Playen. Naja, das wollen wir doch hoffen. Ehrlich. Ah, jetzt nicht mehr. Jetzt hoffst du das. Nee, okay, okay. Ja, werden wir mal schauen. Das wird natürlich noch einiges an Entwicklungszeit benötigen. Und alle Infos dazu zu dem Spiel an sich findet ihr bei uns auf dem Kanal. Genau. Hier mal nebenbei hier Sub-IDs. Das sind eigentlich Spinnennetze. Ihr seht es gerade, das sind Fischernetze hier. Richtig klar, hier sind sogar Fische drin. Ihr seht, am das, Boot hier hinten, wenn man entlang fliegt. Wenn man entlang fliegt, komm mal mit. Boot, wo bist du denn? Hinter dir, am Wasser entlang, am Strand entlang. Ah, da. Da ist ein etwas größeres Fischerboot. Da sieht man es eigentlich echt cool, wenn da die Fische drin hängen. Genau, wie seht wir es quasi umgesetzt haben. Das sind halt mit diesen Sub-IDs. Das haben sie richtig gut gemacht. Deswegen, das geht auch nur mit diesem Resource-Pack. Dazu braucht man noch MC-Patcher oder Optifine. MC-Patcher wäre natürlich besser, denn wir haben ca. 50 Custom-Items. Also selbst erstellte Items, die man nur mit MC-Patcher sieht, weil Optifine einen gewissen Mod nicht beinhaltet. Fische. Oh, ich muss hier weg. Wie gesagt, wir legen sehr viel Wert auf das Bauen und haben auch baulichen Content vor, einzubauen in unser Spiel, in unser MMO. Und ja, das ist uns halt sehr wichtig und wir möchten immer noch in unserem eigenen Spiel bei diesen Voxeln bleiben, also diesen Würfeln. Und da wir als Bauteam auch recht gefragt sind, hat uns eben der liebe Kalle angefragt, ob wir denn seine Lobby bauen möchten. Genau. Und das ist ja dann auch dementsprechend passiert. Ich habe die Lobby gebaut bekommen. Und ja, für die Leute, die mich kennen und die schon auf dem Server waren, wissen, wie sie aussehen. Und ich kann einfach nur sagen, mega geil. Ich konnte mich damals selber von dem Baustil überzeugen und ich finde den Baustil eigentlich immer noch richtig klasse. Also ganz ehrlich, ich kenne kaum Leute, die einfach außergewöhnlicher bauen als Palandria. Das ist einfach richtig geil. Die bauen nicht zu groß, nicht zu klein, aber detailliert. Und das ist gerade das Geile. Es gibt natürlich viele Leute, die sagen, oh, das könnte ich auch. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde wirklich diesen mittelalterlichen Stil am besten von Palandra. Also das ist, weiß nicht, das ist einfach meine Meinung. Kann auch niemand was dran ändern. Ist einfach wirklich, ich finde es einfach, dass es so ist. Und ja. Das hast du sehr, sehr lieb gesagt. Ja, ich hab mich sozusagen in eure Bauwerke verliebt. Okay. Ja, das ist in Ordnung. Ich stehe auf eure Bauwerke. Diese ganze Spawninsel hier ist eben das Alpha-Gebiet, muss man nochmal so dazu sagen. Die ist auch zum großen Teil untergraben mit diversen Höhlen. Vor allem da, wo dann die Schmuggler drin sind. Und die Spielzeit beträgt, wenn man schnell ist, gute 2 Stunden. Es haben aber einige ein paar mehr Stunden gebraucht. Und hey, ich hab das eine Mal schon 1 Stunde gebraucht, nur für den kleinen Teil. Ja, gut, ja, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen dumm anstellt, dann braucht es natürlich ein bisschen länger. Ja, das war es jetzt auch mal leicht so. Neblig. Was ist neblig? Die Wolken sind leicht neblig. Die sind nicht so weiß wie beim normalen Resource Pack von Minecraft. So, jetzt wird es auch Nacht. Und ich denke, damit ist ein Minecraft-Tag dabei vorbei. Das sind, glaube ich, knapp 10 Minuten. Und das haben wir uns auch so als Grenze gesetzt. Ja, so 10 Minuten Folge unbedingt, ungefähr unbedingt. Unbedingt, ja, unbedingt. Unbedingt, ja, 10 Minuten unbedingt. Dann also bedanken wir uns mal fürs Zuschauen. Kalle, wolltest du noch was sagen? Ja, um das mal kurz zu fassen, also die Palandra hat einfach eine riesen Welt gestaltet, wo man da viel entdecken kann. Und sie bauen, machen halt ihr eigenes Spiel gerade, weil Minecraft einfach sehr ressourcenlastig ist, aber für wirklich ganz kurz und für Dove. Ja, die genauen Gründe und die seht ihr eben in unserem Infovideo, das ihr bei uns auf dem Kanal findet. Das heißt, die Zukunft von Palandria. Genau, das ist alles weiter. Da werden auch dann Videos später die ganze Zeit über diese ganzen Sachen hier kommen, die euch halt wirklich Informationen geben, die für euch wichtig sind. Also ich gebe euch nur mal den Tipp, schaut einfach mal vorbei, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt was für euch sein sollte, schaut mal vorbei, vielleicht kann ich euch eines Besseren belehren und ihr findet da wirklich Gefallen dran. Das kann ja wirklich sein.
meine, vor allem viele Leute spielen World of Warcraft und das ist ja in dem Sinne fast das, so eine ist, Art. Ist das gleiche Genre, kann man sagen. Ich wollte gerade sagen, das Genre ist das gleiche. Und ja, das macht halt das so faszinierend. Es gibt eigentlich, also ich kenne keinen anderen Server, der sowas macht. Kenne ich nicht. Also das ist der einzige Server, den ich kenne, der RPG macht. Also der Hubi wollte einen machen, aber der hat gesehen, wie schwer das ist und hat es wieder abgebrochen. Und ich kann es euch sagen, ich habe da mitgeholfen bei Hubi und das dauert einfach wirklich. Und das ist einfach viel zu machen. Und Palandri hat das alles über Jahre hinweg gemacht und man sieht es auch. Es lohnt sich auch, das sich anzugucken. Es macht echt Spaß. Ja, gut, Das war es jetzt eigentlich auch von mir. Du wolltest auch noch was sagen? Nee, ich wollte gerade den Abschluss machen. Kannst ach so, du? Ist ja dein Kanal. Darfst du den gern machen? Ja, ich bin weg. Tschüss. Nein, Spaß. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, schaut vorbei. Einfach mal auf den Kanal. Die Links natürlich alle unten in der Videobeschreibung. Und ja, ich bin weg. Ich wünsche euch was. Auf Wiedergeschauen. Ciao, ciao.